Ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Fische-Video für den November. Dieses Video ist sowohl für Sternzeichenfische als auch für den Aszendenten. So, schauen wir mal, was ihr für ein Thema habt. Oh, die Gier. Das überrascht mich ja jetzt. Ja, ich verwende die Andreas-Welt-Karten und die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. So, dann schauen wir doch mal, was es da noch zu sagen hat. Gibt. Eine Karte bitte. Der Bär. Ja. Ich sage ja immer gleich was zu den Karten dazu, dass du so ein bisschen mitdenken kannst. Mit dem Bär kann es entweder um etwas aus der Vergangenheit gehen, was schon lange besteht. Es kann sich aber auch um einen Spezialisten handeln. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, aber das soll erstmal reichen. Eine Karte bitte. Eine Karte bitte für meine Fische. 12 Pfeile raus. Ist es so geheim, was hier läuft? Die muss ich eine ziehen, wenn keine fällt. Das Schiff. Ja, das Schiff zeigt immer eine größere Distanz an. Und dass man Geduld braucht. Der Fuchs. Ja, mit dem Fuchs ist Vorsicht geboten. Da gilt es, schlau zu sein. Der Fuchs zeigt oftmals an, dass es hier zu einem Betrug kommen kann, zu Schwindeleien, zu Mogeleien. Sehr spannend. Eine Karte bitte für meine Fische. Oh, das ist ja spannend. Der Berg, die Sterne, na, die Lilie und der Blumenstrauß. Kann man die Karten gut sehen? Ja, der Berg zeigt oftmals eine Blockade an, dass etwas blockiert ist. Mit den Sternen geht es immer um Klarheit und um Erfüllung. Die Lilie steht für Harmonie. Und der Blumenstrauß ist auch immer eine positive Karte, die auch Freude bringt. Sehr spannend. Schauen wir mal weiter. Was gibt es da noch zu sagen? Die Ringe. Mit den Ringen geht es meist um Verträge, um Abmachungen, aber auch oftmals um Verbindungen und Verpflichtungen. Schauen wir mal weiter. Eine Karte bitte für meine Fische. Okay. Die Sonne. Wow. Die Sonne ist die beste Karte in dem Deck. Und sie bringt immer Erfolg und zeigt etwas Positives an. Schauen wir weiter. Was gibt es da noch zu sagen? Die Schlange. Nehme ich noch die zweite mit raus und die Engelsflügel. Ja, die Schlange, die ist so eine Verzögerungskarte. Meist steht sie für die Verzögerung. Und die Engelsflügel, die stehen meist für eine Art von Hilfe aus dem feinstofflichen Bereich, auch für Schutz. Und da bin ich ja mal gespannt. Boah. Die Hand, beziehungsweise die Hände. Ja, mit den Händen. Geht es entweder ums Loslassen oder ums Handeln. Oh,
Die Outcome-Karte sind die Mäuse. Und die Mäuse sind wieder diese kleinen Unruhestifter. Ja, die lösen oftmals auch so Verlustängste aus. Schauen wir mal weiter. Bevor ich jetzt weiter deute, unterbreche ich kurz, denn wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt bitte. Für dich ist es vollkommen unverbindlich und kostenlos und mich unterstützt du damit. Ja, wenn du nebendran noch auf die Glocke drückst, dann bekommst du auch jedes Mal einen Bescheid, sobald ich ein Video hochlade. Das heißt, du kannst auch keins mehr verpassen. Es kommt demnächst dann auch noch was für 2024. Habe ich mir fest vorgenommen. Ja, und wenn dir das Reading gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da. Das ist auch für mich unheimlich schön, wenn du mir das als Anerkennung dalässt. Und natürlich ist es super wichtig für mich, dass ihr mir einen Kommentar schreibt, weil dadurch, dass das ein Allgemeinreading ist, ist es immer so facettenreich. Die Energie bleibt zwar die gleiche, aber wie sich das einfach ja, auswirkt, das ist bei jedem vollkommen unterschiedlich. Und deswegen ist es super spannend für mich. Ja, das ist wieder mal ein sehr, sehr spannendes Reading. Also ich habe den Eindruck, es geht euch jetzt eigentlich gut. Ihr erwartet nichts Böses. Ihr glaubt, es ist alles geregelt. Ihr wisst zwar, dass es hier noch was in der Vergangenheit gibt. Etwas, ja, was schon lange besteht und was eigentlich geregelt gehört. Für einige von euch kann der Bär auch einen Menschen darstellen. Ja, mit dem Schiff sehe ich einfach, es ist eine Sache, die über eine größere Distanz verläuft und wo ihr viel Geduld braucht. Also es ist schon unterwegs, aber eben bis das mal am anderen Ende im nächsten Hafen ankommt, das kann dauern. Ja, ihr habt hier den Fuchs liegen und für einige von euch bekomme ich rein, dass das der Rat ist, schlau zu sein. Es geht irgendwie hier um Gier. Wer hier so gierig ist, das sehe ich nicht für alle klar. Für einige ist es so, dass jemand anders gierig ist. Aber für die meisten ist es so, dass ihr irgendetwas unbedingt haben wollt. Ja. Für einige von euch sieht es auch so aus, dass ihr eigentlich genug habt und euch das so ein bisschen auch ergaunern wollt. Also die Gier muss sich nicht unbedingt aufs Geld beziehen, sondern es kann sich auf alles Mögliche beziehen. Und dass ihr sollt euch nichts ergaunern. Ihr sollt den Fuchs rauslaufen lassen, die Gedanken daran einfach loslassen. Ja, im Verborgenen hier, im Dunklen, sehe ich, dass etwas blockiert ist. Für viele von euch ist es auch die Spiritualität, die in dieser Zeit blockiert ist. Und auch die Harmonie und die Lebensfreude. Ihr habt einfach hier nicht mehr den klaren Blick auf die Sache. Es ist alles blockiert. Ihr nehmt es nicht so ganz klar wahr, weil ihr eben diese Klarheit nicht habt. Die ist blockiert.
Ihr habt auch die Klarheit nicht darüber, was ihr eigentlich tut, speziell bei denen, die hier einfach sehr gierig sind, die bereit sind zu schummeln, sich was zu ergaunern. Also hier ist mehr Aufmerksamkeit gefragt. Schlau vorgehen. Ja, die nahe Zukunft, was bringt die? Da sehe ich einmal hier die Ringe, die ja für einige von euch für Verträge und Abmachungen stehen. Aber ich sehe auch, dass es für einen Teil von euch auch hier um Verbindungen geht und auch für einen Teil um Verpflichtungen. Ja, diese Verpflichtungen werden erstmal ausgebremst. Oder um was es bei dir auch immer jetzt gehen mag, zu welcher Gruppe du gehörst, das wird ausgebremst mit der Schlange. Es wird kompliziert. Du hast aber auch gleichzeitig den Schutz aus der spirituellen Welt und du wirst auch beschützt. Es wird trotz allem zu guten Zufällen für dich kommen, wenn du hier eben ja schlau vorgehst und dich nicht dazu hinreißen lässt zu schummeln. Beziehungsweise kann das auch, das bekomme ich auch rein, dass es für einige von euch um Selbstbetrug geht. Sehr spannend. Ja, ich sehe hier die Hände. Also es fühlt sich für mich so an, dass es hier nicht ums Handeln geht, sondern ums Loslassen. Etwas kommt in die Verzögerung und ihr müsst etwas loslassen. Vermutlich eure Gier. Irgendetwas, ja, was ihr im Übermaß haben wollt. Es muss eben, wie gesagt, kein Geld sein. Es kann alles Mögliche sein. Es geht darum, mit der Gierkarte, dass man von irgendwas wirklich sehr, sehr viel haben will, alles für sich haben will. Es kann auch Anerkennung sein. Das bekomme ich auch für jemanden rein. Ja, die Outcome-Karte sind die Mäuse. Und die Mäuse sind ja oftmals nicht so beliebt, weil sie oftmals Chaos stiften und auch für Ängste sorgen. Aber sie fressen auch was weg. Und ich bin sehr gespannt. Ich möchte mal schauen, was da noch drunter liegt. Und das ist das Herz. Also das heißt für mich, die Outcome-Karte ist in jedem Fall positiv zu werten, weil dadurch entsteht wieder etwas Gutes. Ihr kommt da an einen Herzenswunsch, an einen Zuspruch, an irgendetwas Positives. Das mag auch bei jedem von euch unterschiedlich sein. Ich bekomme jetzt so viel Verschiedenes rein. Auch bei dieser Gierkarte habe ich so viel Verschiedenes, dass du einfach mitdenken musst auf deine Situation. Ich kann jetzt nicht alles ausbreiten, sonst wird es einfach viel zu verwirrend. Aber wir schauen jetzt noch, was gibt es denn noch für einen Rat? Was gibt es denn hier noch für einen Rat? Entdecke dein Potenzial. Ja, ah, jetzt kam ja gerade noch was. Mir kam gerade noch, dass ich noch was sagen soll, und zwar mit diesem Selbstbetrug hier. Dieser Selbstbetrug, ich muss das jetzt haben, der entsteht oftmals,
weil man sein wahres Potenzial gar nicht kennt und man gibt sich dann mit irgendwas anderem zufrieden. Zum Beispiel das nächtliche Essen aus dem Kühlschrank als ja, das ist ja eigentlich meist nur eine Ersatzbefriedigung für was anderes. Und ich glaube, das Thema Ersatzbefriedigung bei dieser Gier und Selbsttäuschung ist bei vielen von euch vorhanden. Nicht bei allen, aber bei vielen. Aber ich sehe hier irgendwie, dass eure Sache irgendwie schon länger besteht. Das Thema, um was es wirklich geht. Und dass ihr hier auch sehr viel Geduld braucht noch. Das kommt nicht plötzlich. Das braucht Zeit. Und auch hier mit der Schlange wird ja auch diese Verzögerung angezeigt. Aber ihr seid beschützt. Die spirituelle Welt sorgt für euch. Und ich sehe ja auch, irgendetwas wird von den Mäusen weggefressen, was für euch am Ende sehr, sehr positiv ist. Ja, sehr spannend. Wenn ihr irgendeine Sucht habt, irgendwas, steht hier, liegt hier auch die Karte, wenn ihr da den Fuchs überwindet, dann könnt ihr das hier auch loslassen. Es ist sehr spannend. Ja, was ich vorher noch vergessen hatte, der Ring steht auch für Gewohnheiten. Und es sieht mir ganz danach aus, dass eben auch einige von euch irgendeine Gewohnheit loslassen wollen. Etwas, was schon lange besteht. Ja, aber was halt nicht von heute auf morgen losgelassen werden kann. Da braucht ihr Geduld, da kommt es zur Verzögerung. Aber diese Sache kann auf lange Sicht von den Mäusen weggefressen werden. Und ja, auch wenn es vielleicht erstmal Ängste auslöst, aber das, was dann kommt, das ist genial. Nur ich denke, ihr schafft es nicht bis Ende November. Meine Lieben, ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche euch alles, alles Gute für dieses Thema, was ihr habt. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mich mit einem Like belohnt, dass ich euch ein Video präsentiert habe. Und natürlich auch, wenn ihr mir ja, eure Situation ein bisschen so schildern möchtet. Es ist absolut ein spannendes Reading. Alles Gute für euch und bis bald.